Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht gut mit heute YouTube-Video. Heute hocken wir uns mal bequem auf der Couch und machen uns gemütlich und nehmt euch ein Monster in die Hand. Keine Ahnung, Alter. Wir werden jetzt ein paar Themen besprechen und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Es geht darum, Freunde. Bevor wir das ganze Video starten, ihr abonniert mich jetzt auf YouTube, Freunde. Ich will jetzt aktiv für euch mehr da sein. Gebt einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr für nächsten Themen wollt. Genau. Und folgt mir auf Instagram, der echte Beto. Auf Snapchat Steven Schliephacke oder ja, probiert mal oder Schliephacke. Wenn ihr das nicht findet, schreibt mich bei Instagram an oder wo oder überall. Dann kann ich es euch nochmal schicken, falls ihr das nicht findet. Aber ich glaube S.Schliephacke. Also probiert mal S.Schliephacke oder nur Schliephacke oder Steven Schliephacke. Aber das müsst man finden, die meisten haben mich auf Snapchat. Wenn nicht, kann ich es ja nochmal posten. Bei Instagram, bei YouTube und bei Twitter der echte Alberto, genau. Und bei YouTube auch der echte Alberto. Abonnieren und Daumen nach oben. Genau, bevor wir das Video starten, was ich noch sagen wollte, also abonnieren haben wir gesagt. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Genau. Warum ich in letzter Zeit sowas von passiv war, Freunde. Ich habe so viele Probleme. Wir machen jetzt kurz und knapp. Meine Toilette war verstopft. Also wo ich hier eingezogen bin, sagen wir es mal so, war die Dusche, wo das Loch drin ist, wo das Wasser abgelaufen wird, war da schon Dreck wie die Sau drin. Und die Rohre waren alt und die Wohnung ist halt sehr, sehr alt. Vom optischen Innerlichen sieht es sehr, sehr gut aus, weil das war früher ein Dachgeschoss. Und ich will jetzt nicht übertreiben, aber es ist halt schon eine billige Wohnung. Viele würden jetzt sagen, Alberto besser auf der Straße. Ja, natürlich, da habt ihr vollkommen recht. Aber zum Beispiel jetzt die Vater, was heißt die Vater, die Wohnung von meinem Vater oder ich kenne auch noch andere Leute, die haben eine viel bessere Wohnung, da ist es richtig modern und so. Klar, natürlich zahlt man auch mehr und gut, bei mir zahlt es Arbeitsamt das nicht, aber da, also die Miete schon halt, aber die, mein Vater zahlt im Monat nur für Miete 1300 Euro und das ist halt schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Und dann bloß Strom und weiter, also Strom ist nicht dabei, alles nochmal extra. Und da habe ich einmal geduscht und das war eine richtige Dusche. Also ich will jetzt hier niemanden schlecht reden über die Wohnung. Ich bin zufrieden, besser als auf der Straße. Aber es ist so, manche Sachen, billige Sachen, ist einfach absolut Schwachsinn. Da muss man einfach teure Sachen kaufen. Aber das meiste, meiner Meinung nach, die teuren Sachen sind Schwachsinn, alle zu kaufen. Aber das Spiel jetzt, es hat Vor- und Nachteile. Manche, also es gibt manche, ich sage jetzt mal zum Beispiel Fleisch und Nudeln. Ist für mich scheißegal, ob es jetzt teuer oder billig ist. Oder zum Beispiel Wohnungen, da ganz klar teuer muss für mich sein. Also es sind so Unterschiede. Ich habe bei manchen Sachen viel Meinung und anderen. Aber das meiste ist halt einfach das Billige. Ist am, das heißt das Beste halt, aber für mich ist einfach genau gleich. Genau, aber das meiste teure. Also es hat ein bisschen, also 50-50. 50, also das kann ich nicht genau sagen, aber ihr wisst, wie ich meine. So, das wollte ich sagen, genau, und dann stand ich 2-3 Tage, also von Sonntag auf Dienstag, also 3-4 Tage, ungeduscht, Fingernägel, Dreck drin, Fußnägel, alles dreckig, nicht Zähne geputzt, nicht geduscht, alles richtig, ich habe geschwitzt, ich habe, was heißt geschwitzt, halt, ich habe mich halt geklebt, geschwitzt, ein bisschen halt doch, ein bisschen geschwitzt, jetzt nicht von, weil wir haben ja draußen 12 Grad und bei dem Wetter, bei den Temperaturen von dem Monat, ist eigentlich auch nicht normal, das Klima ist so schlecht. Also, ich weiß nicht, Alter, und dann ist einem schwindelig und dann hat man Stress und bah, dann hat man nur Probleme. Und das Problem ist halt einfach, Freunde, dann habe ich, ja, und dann ging die Dusche nicht und jetzt viele würden sie jetzt sagen, Alberto, warum gehst du nicht zu deinem Vater? Mein Vater war gar nicht zu Hause, das war das Problem, mein Vater war gar nicht zu Hause. Und ja, das heißt, ja, und dann kam er dann 2 Tage später, also wo er war, das ist jetzt egal, privat. Also ich bin jetzt irgendwo für ihn nicht sauer, wäre jetzt das Spiel jetzt irgendwo hier in der Nähe so, dann hätte er, also, oder zu Hause, dann hätte er ja kommen können, aber trotzdem, aber er war nicht da halt und er konnte nicht kommen, sagen wir es mal so, und es hat gedauert. Und ja, jetzt weiß ich halt nicht, wie ich das sagen machen soll halt, habe ich mir gedacht. Und da habe ich meinen Vater halt nach dem, ich will jetzt sagen, jetzt mal in Anführungszeichen Urlaub, habe ich dann gesagt, Papa, hilfst du mir? Und dann hat er da so eine Firma angerufen und die haben dann gesagt, hier komm, ich ruf dir was. Dann kam gestern eine Firma, das war, also ich weiß nicht, viele denken halt immer was Komisches, aber es war halt ein Türke, denke ich jetzt mal, oder ein Kurde, ich weiß nicht, ich habe nichts gegen Ausländer, ich bin selber
Was heißt, ich bin selber Ausländer, ich habe ausländische Freunde. Aber weißt, wenn mir kein Name einfällt, dann nenne ich halt immer die Nationalität. Aber viele Leute sagen dann, Alter, du hast ja keinen Ausländer. Weißt du, nein, Freunde, ich sage euch das nochmal. Und das heißt, mir aus letztem Mal eigentlich die Sache für mich erledigt. Viele stempeln mich als anders an. Nur weil ich jetzt Glatze habe und so rede, heißt ja nicht, dass ich mag Ausländerfreunde. Warum soll ich keine Ausländer mögen? Ich habe selber ausländische Freunde, ihr wisst ja, er kann und so. Also wisst ihr Bescheid. Und dann eben war er da und dann hat er 500 Euro verlangt und mein Vater hat gesagt, das ist viel zu teuer. Und dann haben wir gesagt, ja, wie gehen wir jetzt drauf ein, wie machen wir weiter? Und dann ist der Mann wieder gegangen, dann wollte er 100 Euro von mir haben, ich habe ja gar kein Geld, weil mein ganzes Hartz IV, alles ist ja weg. Jetzt hat mein Vater die 100 Euro dann noch, also 150 waren es oder 100, hat er ihm gegeben, weil er gekommen ist. Und das heißt, insgesamt wollte er 500 Euro, dass er alles repariert und alles. Aber 100 Euro müsste er halt bezahlen, weil er halt, jetzt hat er ihm jetzt gegeben, weil er hierher gekommen ist und zurück. Ja, keine Ahnung, ob das abgezockt war oder nicht abgezockt war. Auf jeden Fall, er ist halt abends gekommen, es war auch spät und so. Es war auch Sonntag, nee, unter der Woche war es nicht, aber wie soll ich das sagen? Also, es ist halt, ich weiß halt gar nicht, ob die 24 Stunden aufhaben, aber es ist mir jetzt auch scheißegal. Die Firma, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber diese Firma war so komisch, aber auf einer Seite verstehe ich es auch, weil viele Kunden haben schon mal die anderen Mitarbeiter verarscht und so und haben es nicht gezahlt oder zu spät bezahlt. Und dann ist halt logisch, dass sie dann sagen, wenn man will es gleich bar in die Hand. Aber auch die Frage ist halt erstmal, ist es in Ordnung, ist es so überhaupt in Ordnung, dass es so viel ist und so weiter, etc. pp. Und so weiter. Aber egal, jetzt haben wir was gefunden, die haben das für mich gemacht. Firma hat mein Vater geholt heute. Die haben das gemacht. 5 Minuten hat es gedauert und jetzt kriege ich eine Rechnung und das muss ich dann normalerweise am Vermieter machen. Da komme ich auch gleich zum Thema. Aber der will es irgendwie nicht bezahlen, weil das Problem ist halt, die Wohnung ist halt, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr, sehr alt und der Vermieter ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Aber jetzt habe ich da, das wollte ich jetzt gerade sagen, das Problem ist, der Dreck war ja schon in der Wohnung und Toilette war eh schon ein bisschen so komisch und hat gestunken und alles. Also gestunken jetzt nicht, das tut mir leid, entschuldige mich, habe ich mich versprochen, gestunken nicht, aber es war halt sehr, sehr unwohl, sagen wir es mal so. Und dann redet er sich halt so raus, der Vermieter, ich will jetzt kein Hate-Vermieter, ich bin froh, weil jeder Vermieter akzeptiert das gar nicht, weil viele Vermieter wollen, dass man arbeiten geht und Hartz IV oder einfach allgemein arbeiten geht. Und der Vermieter hat mir so viele Chancen schon gegeben, weil ich halt viel immer Ruhestunden gemacht habe, aber jetzt in letzter Zeit läuft alles wieder gut und habe jetzt keine Scheiße mehr gemacht und deswegen bin ich froh. Und jetzt gibt er mir die letzte Chance, ist auch wieder alles gut. Und erst hat er gesagt, nein, es gibt keine Chance mehr. Aber wie gesagt, ich ändere mich. Ich werde hier einfach gar keine Partys mehr machen. Man kann ja mal ein Bier trinken oder mal leise Musik hören. Aber halt ab 22 Uhr ist halt einfach, das muss ich jetzt einfach akzeptieren. Und wenn nicht, gehe ich halt einfach Party machen. Die Titanic hat jetzt einen Zacking zugemacht für immer, warum auch immer. Egal, dann gehe ich halt nach Schopfheim, nach Hardliner. Das wäre die einzigste Möglichkeit. Oder halt nach Lörrach oder woanders. Aber nach Go Club in Stein komme ich eigentlich mehr rein, wisst ihr. Hab damals Probleme gehabt. Und ja, es ist halt alles nicht so einfach. Es läuft halt alles sehr, sehr, sehr bach runter. Und auf jeden Fall bin ich froh, dass der Vermieter mir eine Chance gegeben hat, dass die Toilette sich gereinigt wieder hat. Das war halt, das zwei war alles auf einmal halt. Die zwei war Probleme, waren alles auf einmal. Und dann war es mir müde. Hier sieht's aus. Ich habe Sachen liegen lassen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und müsste aufs Klo und bin irgendwo im McDonald's und der Nachbar hat mich hingefahren. Ich habe den Na also Nachbar. Also nicht die Oma und damit unter der Türke habe ich jetzt in Anführungszeichen terrorisiert, habe ich ja nicht, aber ich würde jetzt mal so aussprechen, ich habe ihn so ein bisschen genervt, habe gesagt, bitte hilf mir, kannst du mir helfen, ich muss aufs Klo, kannst mich da hinfahren. Der hat mir so viel geholfen, größter Ehrenmann, Respekt an diesen Türken, und ich habe ihm Schokolade gegeben, ich habe ihn dann entschuldigt, habe gesagt, danke. Ich habe mir auch nochmal ein paar Nachbarschaften entschuldigt, dass ich manchmal auch ein bisschen so komisch bin und so, weil ich habe eben ich weiß nicht, ob ich eine Behinderung habe halt, aber ich werde auf jeden Fall vielleicht Behindertenausweis kriegen, nur vielleicht, ob ich es machen will oder nicht, das ist meine Entscheidung. Für mich ist das Behindertenausweis sehr, sehr praktisch, dann muss ich nicht immer Zug bezahlen, aber ob ich das machen will, das stellt sich noch anders mal in Frage. Und ich war ja beim also ich habe im 1-Euro-Laden noch Vorstellungsgespräch gehabt. Das war gut. Ich fange Anfang Februar an oder Ende Januar, das ist gut. Und ja, und das wollte ich sagen, und was wollte ich noch sagen? Dann hatte ich so einen psychologischen Dienst heute, einen Termin, den habe ich auch gemacht. Und der hat auch zu mir gesagt, dass ich eben nicht behindert bin, aber zwischen 30% ist man ja schon behindert. Aber wie gesagt, selbst wenn ich vom Innerlichen vielleicht sehr schwach bin, aber im Äußerlichen bin ich sehr, sehr stark. Und ich habe halt sehr, sehr viel Stärken und manchmal auch sehr, sehr viel Schwachseiten, aber
Das kann man ja alles lernen. Ich bin jetzt 22, ich bin noch jung, man kann noch lernen und weiß ich was. Und ich hoffe, dass ich irgendwann ins Dschungelcamp komme, Freunde, auch wenn es vielleicht nicht irgendwann der Fall wäre. Ich hoffe es, aber ich glaube nicht. Und was ich noch sagen wollte, ja, das wollte ich sagen, dann eben Vermieter, das geklärt, Toilette geht wieder, alles ist super, Entschuldigung, habe alles wieder gesagt, alles wieder friedlich. Jetzt halt gefühlt, auf gut Deutsch würde ich jetzt sagen, jeder kennt mich jetzt und weiß, dass ich Herzfehlfänger bin, aber. Ja, was sie denken, Freunde oder allgemein die Leute, es hat mir ja schon mal niemand mal gesagt, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin. Dann tun die Leute mich auslachen oder haben mich bedroht und haben gesagt, ey du Arschloch, ich gehe arbeiten für dich. Und wenn du noch einmal irgendwas Geld von mir reinmachst, dann echt war es ja mein Geld, aber die waren halt, die gehen ja für mich arbeiten, wissen nicht mal, die zahlen ja Steuern. Und dann wurde ich auch schon bedroht. Aber ich lasse von den Leuten einfach nichts mehr gefallen. Also es ist ja meine Sache, ob ich Hartz-IV bin. Im Moment kann ich halt jetzt nicht arbeiten. Also ich kann schon arbeiten, aber im Moment geht es mir halt gerade psychisch oder halt der ganze Stress mir nicht gut. Ich will jetzt nicht sagen, man kann schon sagen, es ist schon eine kleine Depression, aber ich will jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ich will es jetzt mal so ausdrücken. Ja, was gab es noch? Sonst an sich war alles gut, glaube ich. Ja, eben, es hat sich jetzt eben alles wieder geklärt, ist super. Ich hoffe, dass sich das so weiter jetzt entwickelt und alles wieder gut wird. Und ich habe so im Moment so gelitten und viel mitgemacht und mir geht es gar nicht gut. Ich muss einfach wieder Kräfte und tanken und sammeln, alles wieder aufbauen. Ja, und dann bin ich einfach nochmal dankbar für meinen Vater. Ich liebe dich, danke, dass du mir geholfen hast bei dem Ding hier. Und ich habe jetzt auch gar keinen einzigen Cent mehr vom Hartz IV. Jetzt kriege ich von meinem Vater so ein bisschen Unterstützung vom Einkaufen und Ende Januar kriege ich mein Geld wieder. Und dann muss ich das auf jeden Fall besser machen. Und ich werde hoffentlich auch bald einen Betreuer kriegen, dann ist gut. Ja, das wollte ich gesagt haben. Mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht mehr zu sagen. Wenn ihr Bock habt auf nächstes Video, dann gebt Daumen nach oben. Ich schätze so, nächste Woche oder die Woche kommt nochmal ein YouTube-Video. Ihr werdet es dann sehen. Das wollte ich Bescheid sagen. Und ja, folgt mir unbedingt auf Instagram. Ganz, ganz wichtig. Der echte Alberto. Ich will bald meine 5000 erreichen und bei YouTube die 4000. Ganz, ganz wichtig. Ja, was gibt's noch zu sagen? Sonst eigentlich nichts. Aber ich habe halt sehr, sehr viel gelitten und deswegen hoffe ich, dass das mir alles wieder. Heute da wieder gut geht und ich wünsche euch natürlich einen schönen Abend oder schöne Nacht. Keine Ahnung, wenn ihr das Video schaut, lasst es euch gut gehen. Mehr dazu gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Alberto will einfach nur ins Dschungelcamp, ich will euch beweisen und mehr dazu kann ich nicht sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und lasst den Bauern wieder schon rein und peace.